Die Wiedergeburt der Fortuna oder der süße Lohn nach harter Arbeit. Wieder ist Leben bei Fortuna. Wieder Leben bei Fortuna. Davor aber hatten die Fußballgötter den Schweiß gesetzt. Vor allem den Angstschweiß, bis der Ball endlich im Netz zappelte. Wir sind alles Minimalisten und kommen trotzdem zum Erfolg. Das ist schon verrückt. Das Wie, Weshalb und Warum. Am Ende freilich war es allen Fortunen egal. Wichtig allein nach zwei Abstiegen in Folge hatten sie das Übel im wahren Wortsinn bei der Wurzel gepackt. Das ist der Mittelpunkt vom Rheinstadion. Mit Original. Ach, was willst du denn damit? Elfmeterpunkt. Original Düsseldorfer Regenwurm. Dass bei der Fortuna nicht mehr der Wurm drin ist, dafür ist vor allem Alexander Ristić verantwortlich. Mit der Entlassung des Trainers vor 2,5 Jahren begann der steile Absturz der Fortuna. Und es ging erst wieder aufwärts, als er zurückkehrte und die aktuelle Mannschaft formte. Man muss immer für Verein denken und für Verein arbeiten. Ich habe oft gesagt, wir kommen und gehen, aber Fortuna bleibt. Und wenn ich ein Trainer bin in einem Verein, dann will ich etwas machen, schon bewegen. Und wir sind auf dem guten Weg in diese Richtung. Und mit Sicherheit meine Handschrift. Ich bin ein harter Mensch, harter Trainer und ich verlange viel. Und wenn Jungs spielen mit, dann werden wir immer Erfolg haben. Die Fortuna, ein starkes Team. Freilich entdeckte das kritische Auge der Fans auch beim gestrigen Spiel einiges, was im Blick auf die zweite Liga verbessert werden muss. Sergio Allievi und Andrzej Buncol demonstrieren ein Hauptproblem. Einen besseren Sturm, auf jeden Fall einen besseren Sturm. Ganz einwandfrei, jüngere Spieler brauchen wir. Alt haben wir jetzt genügend, Erfahrung haben wir, junge Spieler aufbauen und dann weiter aufsteigen. Klare Forderungen an die Führungsriege der Fortuna, die entschlossen ist, die Herausforderung anzunehmen. Die zweite Liga soll für die Fortuna nur eine Durchgangsstation sein. Unser Ziel muss es auch sein, in die erste Liga zu gehen mit einer Mannschaft, mit der wir Chancen haben. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn wir zur Fahrstuhlmannschaft würden. Die wichtigste Voraussetzung hierfür dürfte neben Verstärkungen für das Team der pflegliche Umgang mit dem Trainer sein. Hier vorbildlich demonstriert von seinen Zöglingen. Über einen ungewöhnlichen Trainer und eine ganz besondere Siegesfeier. Düsseldorfer Kabinenfreude. Selbst Alexander Ristić bekam ganz glänzende Augen. Der sonst so coole Trainer ließ sich sogar zu einer Art bosnischen Stepptanz hinreißen. Dabei hat es so schlecht begonnen. Braunschweig ging in Führung. Karl Werner hatte den Ball unglücklich ins eigene Netz abgefälscht. Reaktion Ristić. Wegstreichen. Düsseldorf, ein Team der Oldies. 4 sind schon über 30. Aber wie gut ältere Herren drauf sind, zeigte Peter Rada. 35 auf Richard Zyron. 29. Der Ausgleich. Das hätte eigentlich schon gereicht zum Aufstieg. Aber Ristić, der alte Feldwebel, weiter streng. Nicht jubeln, spielen. Und wieder die Oldies. Winkhold 32 auf Buncol 34. Und Aigner trifft. Der allerdings ist jünger. 26. Danach gab es kein Halten mehr. Alle wollten ihn umarmen, ihn ganz fest drücken. Doch Ristić wurde zu viel. Er flüchtete. Wollte allein sein. Düsseldorfs Aufstieg ist für den Trainer ein ganz persönlicher Triumph. Mit Sicherheit, dieser Erfolg ist genauso gut wie eine Meisterschaft mit HSV. Ristić, der Düsseldorfer Fußballheld. Mit dem HSV ist er Meister geworden, war im Europapokal. Und deswegen träumt ganz Düsseldorf mit Ristić wieder von der ersten Liga.